Ganze 6000stel haben am Ende des Qualifyings die beiden Jaguar getrennt, das ist nix. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Aber ja, ich bin zuversichtlich. Das wird schon. Das muss ja auch. Unser Suzuka ist toll, das klappt gut, ist eine gute Mischung, denke ich. Aber erst einmal hallo-seits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von Japan, das Rennen aus Suzuka. Mick und Bottas starten auf den gelben Reifen. Alle anderen Q3-Fahrer sind mit den roten Reifen für den Rennstart ausgestattet. Unsere Strategie, Rennen, Treppchen, Scheren, äußerst zuversichtlich, das sollte kein Problem sein. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Das Auto hält das aus. Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Es lag an 6000stel, Claire. An 6000stel lag's. Nicht am Setup. Nee, an der Schikane am Ende. Ich glaube, dass mein Setup... ich glaube, bei meinem Setup kam unser Aero-Paket nicht so gut zur Geltung. Mick hat das Auto viel mehr gefordert als ich und es hat das ausgehalten. Ich würde nicht sagen, dass das heute eine Niederlage für mich war, denn es war arscheng. Aber für ihn war es definitiv ein Sieg. Das kann ich nicht bestreiten. Passt gut. Danke für den Kommentar. Mick bestreitet also den ersten Stint auf den gelben. Wir zuerst auf den roten und dann umgedreht im zweiten. Dann wird er uns jagen. Aber vielleicht ist er sowieso vor uns. Das kann was werden. Bald Team Stufe 21. Mick bald Stufe 15. Nach dem Rennen dann womöglich. Regnen saß im Rennen nicht, komplette Trockenheit. Leicht bewölkt, Sonnenschein. Und im Qualifying waren viele Pappnasen unterwegs. Verstappen dreht uns in den S's. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Leclerc fährt von der Ideallinie weg und uns hinten ins Heck rein, aber weil ich eine Strafe bekommen habe, hat Leclerc Glück gehabt, Rückspurfunktion und er hat keinen Ausfall in Q2 gehabt. Später nochmal der Mercedes, der uns hinten in Q3 drauf gerasselt ist. Mal gucken, was denen jetzt einfällt. Nachricht. Hey Adrian, wie läuft's? Wir laufen gar nicht, wir sitzen. Wie ich bei der Besprechung schon sagte, der Wagen sieht gut aus. Oh ja, das tut er. Wir haben so frische Teile, wie es noch geht. Wir haben glatt 8000 Ressourcenpunkte und hoffentlich schnappen wir uns jetzt 26 Punkte. Das ist das Ziel. Und Reifenunterschied. Von weiß zu gelb 5,5 Zehntel, von gelb zu rot 5,5 Zehntel. Das könnte den Mick, falls wir ihn beim Start oder früh bekommen sollten, könnte ihn das in Probleme bringen. Verstappen auf der 3 qualifiziert, aber muss 5 Plätze nach hinten, also die beiden Mercedes hinter Mick. Aber letztendlich sollte das den Mick nicht stören, der fährt auf 1 oder 2 nach Hause. Und wo genau, das entscheiden wir hoffentlich mit. Nicht, dass er zu schnell ist. Wir berichten live aus der Mii-Präfektur im Süden der japanischen Insel Honshu, wo ein Rennen stattfindet, bei dem im Laufe der Jahre viele Titelentscheidungen gefallen sind. Einige waren klar, andere extrem umstritten, aber alle haben dazu beigetragen, dass der große Preis von Japan aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken ist. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Nun, was hältst du von Kevin Magnussen? Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit.
Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das ist aber nicht klar. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Mick Schumacher steht auf der Pole Position und der Eismann macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startausstellung sieht aus wie folgt. Hamilton, Bottas, Charles Leclerc und Albon, Ricciardo, Verstappen. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Sainz und Lando Norris, Vettel, Ocon, Pierre Gasly und Perez, Quert, Stroll, George Russell und Antonio Giovinazzi. Grosjean, De Vries, Latifi und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ich will es nur noch mal anmerken, Mick hat bisher nur in Baku einmal ein Getriebe gewechselt, sonst noch gar nichts. Wir haben noch eine Chance, den Fahrertitel zu holen. Also musst du in den letzten 5 Rennen wirklich alles geben. Da habe ich aber noch 5 Chancen. Jeff, 5 Rennen, 5 Chancen. Aber heute muss gewonnen werden. Das ist klar, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Rot und Gelb, keine Frage. Letzte Saison, Runde 9, rein. Dann die Gelben geholt, nach Hause gefahren. Das heißt, nach Hause gefahren, ich musste auf der Strecke überholen. Ich war auf den Roten nicht gut unterwegs. Erst im zweiten Stint, mit den gelben Reifen, ging es richtig gut ab. Ich hoffe, die gelben Reifen gehen heute wieder gut ab, aber ich hoffe, ich gehe auch mit den Roten relativ gut ab. 7 Sekunden Unterschied. Trockenheit, Strategie steht, Sprit belasse ich so, na dann. Sieg muss ja bestenfalls auch die schnellste Rennrunde, aber der Mick fährt ja am Ende mit den roten Reifen. Also mindestens der Sieg, Mick dann halt 19 Punkte. Vielleicht sogar die schnellste Rennrunde für uns, aber der Sieg, der ist erstmal vorrangig. Bringt nun mal am meisten Punkte gegenüber dem Mick. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Bitte schön, Jeff, erster Gang. Ich fahre jetzt, dann ist es nicht zu schnell. Das bringt die Reifen zu schnell auf zu hohe Temperaturen. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Was Mick machen wird, er wird dem Verkehr auf jeden Fall aus dem Weg gehen mit seinen gelben Reifen. Also wir kommen dann auch eher rein, eher weniger. Rennstrategie. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 9 Runden. Temperatur würde ich jetzt so mitnehmen für den Rennstart. Die Temperaturen. Lassen wir dem Mick nochmal die Reifen kalt werden, indem wir hier Abstand lassen. Das geht ja nicht. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind.
Bereite dich aufs Kuppeln vor. Wenigstens auf der 2 geblieben. Aber wer weiß, wie gut ich auf den roten unterwegs bin, deswegen muss ich da schnellstens wieder ran. So früh es geht, eine Chance wahrnehmen, falls sich einer ergibt, um den Mick zu cashen. Ich peile gerade 130 an, dafür muss ich noch ran. Gerade sind wir viel zu weit weg. Irgendwer hat da hinten mit irgendjemandem Spaß. Und der 30er kann ich knicken, zu weit weg. Hamilton, Leclerc, Bottas. Achtung, Mick bremst eher an als wir, nicht nur wegen der Reifen, auch grundsätzlich. An dieser Stelle. Die gerade zu kurz ohne DS. Da muss ich jetzt einfach dranbleiben für dann wieder 130R. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,8. Ich muss näher ran und ich muss dranbleiben, wenn ich näher dran bin. Könnte was werden auf 130R gefahren, zugefahren, zufahrend, so rum. Ich muss auch noch ein Stück ran jetzt in den Löffel. Das ist zu weit weg. Gut, wir haben jede Menge Energie. Drück die Überholtaste und versuch vorbeizukommen. So weit auf die Schikane wird auch nichts, zu weit weg. Natürlich jetzt wieder zu weit weg, auch wenn er die Wiese mitnimmt. Mit DRS hätten wir jetzt angreifen können, das so DRS nicht. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Zufahrt auf 130R wäre mir lieber, weil halt ohne DRS. Ich würde auch nicht nein zu einem Überholmanöver mit DRS sagen, aber das nochmal so am Rande. Kacklinie jetzt meinerseits. Und ganz schön weit weg. Oh Mann. Gut, mir kann ich erstmal ein paar Runden vergessen. Schätze mal, mit den 3 Sekunden bleibt er in diesem Stint auf jeden Fall vor uns. Und dann geht er auf die roten, wovon ich ausgehe, weiß ja schon krass, aber schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal wieder was Gutes geht ran. Zu früh eingelenkt. Auf der Geraden schaut man nach oben links, holen wir auf jeden Fall auf. Wir fahren weniger Abtrieb als er, weil die Reifenfarbe macht gerade keinen Unterschied. Oder er hat uralte Teile. Könnte auch sein, aber... Hauptsache, wir sind auf der Geraden schneller.
Wobei ich nach meinem Empfinden schon relativ viel Abtrieb fahre für Suzuka mit 7-4 vorne hinten. Naja, wie gesagt. Ich nehme es einfach so hin, habe die Beobachtung wieder gemacht. Mal gucken, was wir draus machen können. Hamilton ist auch ganz schön weit weg. Aber wir sind weiter weg von Mick als Hamilton. Weg von uns. .084 Sprit über. Behalte ich auch mal im Auge. Um eine Tendenz abschätzen zu können. Strom gleich alle. Hat doch ganz gut gepasst. Der fährt genauso schnell wie wir. Die roten, das war jetzt nicht gut. Mit den roten Reifen komme ich wieder nicht so gut klar, wie es scheint. Vor Hamilton zu fahren reicht, aber nicht gegen den starken Teamkollegen. Das kann ja was werden. Vorsprung zu fahren und überholen. Und er fährt gerade gelben Reifen und hat die roten grundsätzlich noch vor sich. Außer er schiebt wieder die konservative Linie. Hab mir gar nicht angeschaut, wie Mick letzte Saison gefahren ist. Insofern lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen, aber alles andere ist rosa und gelb wieder. Ganz schön Quatsch. Fahrer vor mir, 0,76 über. Mick vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,29,6. Du fällst pro Runde um 1/10 zurück. Vier Sekunden auf Hamilton Abstand. Da jubeln die Fans. Da war ich jetzt weit außen. Die Batterie ist gut aufgeladen. Ich gebe doch schon wie wild aus, Jeff. Wieder nicht gut.
Schnellste Rennrunde haben wir aktuell inne. Aber auf den gelben wird die noch schneller, bin ich mir schon sicher. Sieben Runden gleich gefahren. Ein Stück zu weit innen. Strom gleich wieder alle, Jeff. Was sagst du dazu? Ich fahre vielleicht bis Runde 11, 12, um den Verkehr aus dem Weg zu gehen. Verkehr kann ich ja gar nicht gebrauchen. Mal gucken, ich gucke gleich mal, was die MFA anzeigt, wo wir nach dem Box stünden. Natürlich war noch keiner drin, schätze ich mal, außer er hat den Flügelschaden gehabt. Ist ja wieder nicht gut. Das war kein gutes Ende der SS. Ich habe einen Hauch gegenüber Mick aufgeholt. Aber auch nur einen Hauch. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,3 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,2. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Das ist schön. Dann wäre Puffer für, wenn wir länger draußen bleiben wollen. Wenn er sich frische Reifen holt, frische Gelbe, der Herr Hintermann, kann er grundsätzlich schneller fahren mit einem Undercut. Da ist eine gelbe Flagge, Pierre Gasly macht Feierabend. Das war bei der Schikane. Habe ich das Gefühl, ich habe wieder einen Hauch verloren im Vergleich zur letzten Runde. Das war jetzt wieder nicht gut. Wird Zeit, dass die Gelben kommen, aber ich darf die auch nicht zu früh aufziehen. 14. Super. Bis Runde 11, 12 bleibe ich gleich draußen. Ich darf nicht auch noch groß im Verkehr hängen bleiben. Ich hänge jetzt schon fast 4 Sekunden hinter mir. Ich komme der Pierre Gasly Feierabend. Von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Wie lang ist sie denn gelb? Wo ist der denn? Das Boxenstopp-Fenster ist offen. Da ist er. Nein, ich komme diese Runde noch nicht dran. Da müssen erstmal ein paar andere reinkommen, die auf den roten gefahren sind. Hamilton ist drin, Bottas hinter uns. Hätten jetzt noch Statuskonkurrent, könnten wir nach der Reifenfarbe fragen. Das wäre ein Indikator für Mick. Zwar auch noch ein ganz kleiner, aber immerhin. Ja, die Roten sind echt nicht so toll. Obwohl die sich gar nicht so schlecht verhalten hinsichtlich Abnutzung, aber ich komme mit denen ja einfach nicht so richtig klar. Im Qualifying schon, aber viel mehr ist da nicht drin für mich. Ich würde lieber zweimal gelb fahren im Rennen. Zeigt mir mein Gefühl gerade. Ob sich das irrt? Keine Ahnung. Aktuell werden wir 10. Ich warte noch mindestens eine Runde. Mit dem Stop. Am Ende kommt Mick nächste Runde rein. Ich muss noch eine warten. Weil sich die Weißen aufschnallt.
1,5 Sekunden langsamer Segen der Bestzeit. Nicht gut. Und Wiese. Hinten ist wieder was reingekommen, glaube ich. Da gab es oben links gerade eine Veränderung oder ein Überholmanöver. Nick ist hier fast verschwunden. Mann, wieder nicht gut. Aktuell Sechster. So schlimm sieht die Abnutzung gar nicht aus. Ich warte noch eine Runde. Runde 12 kommen wir aber definitiv rein. Dann heißt jetzt nochmal so viel Gas geben, wie es nur geht. Fast 5 Sekunden Abstand zum Nick. Nicht gut. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ich mach das, wenn ich das will, Jeff. Geht doch eine Viertelsekunde in der eigenen okay, Bestzeit. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Straw auf der 4, der ist von 16 gestartet, der war noch nicht drin. Dritter, wir kommen rein, hinter dem gelb bereiften Bottas kommen wir raus. Boxenstopp, weh, Mick kommt rein. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Wenn der jetzt reinkommt, geht er nicht auf Rot, weil das schafft er nicht. Nein, er geht wirklich auf Weiß. Dann können wir jetzt nicht rein. Okay, dann können wir aufholen. Strom alle. Aber warum auf Weiß? Warum? Naja, wenn er es meint. Ich meine, wir müssen sowieso aufholen. Insofern wird es einen Kampf auf der Strecke geben, weil... In der einen Runde fahren wir jetzt nicht die Sekunden raus. Bin gespannt, ob wir ihn einholen. Er fährt beide Male die jeweils härtere Mischung uns gegenüber. Vielleicht zweimal. Gut, mal einmal geht nicht. Dann müssten wir von Rot auf Weiß gehen und er geht halt von Gelb auf Weiß. Dann hätten wir einmal die weichere Mischung gehabt. Boah, das ist auch auf Weiß. Der ist von Gelb auf Weiß. Was ist da los? Die fahren alle auf Weiß. Ich weiß nicht mehr, was in der letzten Saison war, aber das ist mal wieder schreckelhaft. Aber jetzt muss ich erst recht liefern auf den gelben. 5,5 Zehntel sind die Dinger schneller. Wir haben noch über die Hälfte des Rennens vor uns. Auf den roten kam ich sonderbar schlecht zurecht. Ich hoffe, das komplette Gegenteil wird mit den gelben der Fall sein. Wir kommen auf jeden Fall auf der 2 raus. Wir haben dann eine Menge Arbeit vor uns. So los lange. Jetzt. Nick ist weit voraus.
Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Alban auf Gelb, der Rest auf Weiß. Aber ich jag ja gerne, insofern beschwer ich mich jetzt mal nicht. Jetzt muss es aber auch alles sitzen. Und das Überholen bleibt hier trotzdem schwierig. Sofern ich überhaupt nah genug an den Weg reinkomme. 8 Sekunden Vorsprung ist schon eine Menge Holz. Denk an die Überholtaste, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Keine gute Linie. So, jetzt frage ich mal. Fahrer vor mir. Mick liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,1 Sekunden. Sie 8, fahren 1. mit 9 harten Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,49,1. Das frage ich jetzt mal jede Runde an der Stelle. Was war das denn? Was? Strafe? Ja, aber der Wagen hat gerade nicht verzögert. Hat die Bremse Probleme? Was war das denn gerade? Der Wagen hat null verzögert. Und ja, ich habe auch die Bremse getroffen. Das war noch etwas schlimmer als in Singapur. Ich muss, glaube ich, mal nach der Aufnahmesession gucken, ob das Pedal richtig reagiert. Also unter Windows mit hier Balkendiagramm. Aber das geht ja gar nicht. Also, ich kann euch versichern, das war jetzt kein Fehler von mir. Deswegen mache ich eine Rückblende. Toll, ich muss aufholen, habe gerade kein Vertrauen ins Pedal. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das Misstrauen legt sich wieder. Und ich hoffe, es wird nicht gefüttert. Etwas Misstrauen ist noch da. Ich gebe gerade nicht volle Pulle beim Anbremsen. Ich bremse immer einen Hauch früher. Nicht schön. Nicht so weit innen, Vorsicht. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,9 Sekunden. Sie fahren mit 1,2. Sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 29,3. Viel zu früh gebremst. Ja, den Extrapunkt kann sich Mick wohl abschminken, außer er dreht nochmal richtig auf mit den Weißen. Jetzt fahren wir doch die Weicheren am Ende des Rennens. Drei Sprit über. Das war mal deutlich mehr, aber wir müssen ja auch ran. Fahrer vor mir.
Mick liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen harten Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,29,3. Strumpf war ganz kurz alle. Zumindest der gelbe Balken, weiße Balken, Entschuldigung. So, ist jetzt in der dritten Runde das Vertrauen auf der Bremse wieder voll da. Mal gucken. Halbe Sekunde Abstand, nicht gut. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen harten Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 29,0. Wir fahren noch 10 Runden. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Und womöglich dreht Mick die letzten 2 der Runden wieder auf, sodass wir auf keinen Fall wieder eine Sekunde näher kommen. So wie in Spa. Dass einfach nochmal die Reserven raushaut. Kann gut sein, deswegen muss ich einfach Gas geben. Fast Bestzeitkurs. Bestzeitkurs brauchen wir auch. Fahrer vor mir. Mick liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,28,8. Wir holen pro Runde etwa 2 Zehntel auf. Vorne sieht man ihn schon. Zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Vordermann ist wichtig, Jeff. Vordermann. Hintermann kann eh nicht mehr Weltmeister werden. War wieder bei der Hanhalle zu sehen. Sehr schön. Benutzt die Überholtaste, um schneller zu werden. Mach ich doch jede Runde. Weißer Balken, fast alle, du. Marmeladengesicht. Ah, 13. in der Bestzeit. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 28,9. Halbe Sekunde in der Bestzeit, das ist nicht gut. Sieben Runden und der Rest von dieser noch.
Irgendwann geht der Sprit aus. Sprit über. Fahrer vor mir. Mick liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,5 Sekunden. Sie nicht fahren gut. Mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,28,8. Nur noch 7 Runden. Vor mir. Mick vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 28,7. Du fällst pro Runde um 1/10 zurück. 1/10 zurückgefallen? Ich habe 15 aufgeholt, du Nase. Laut deiner Aussage bezüglich Abstand. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Wunderhübsch. Wirklich näher. Jeff sagt zwar eine halbe Sekunde, aber das Bild hier in der Hand sagt was anderes. Ich bin etwa genauso schnell wie er, habe ich das Gefühl, wegen der Handnadelsicht. Fahrer vor mir. Mick liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,8 Sekunden. Sie 2/10 aufgeholt. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,28,5. Aber 2 ist viel zu wenig, 2/10. Oh Mann. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Albon ist vorbei an Bottas. Abstand ist größer geworden. Jeff belügt uns, um uns zu motivieren.
Fahrer vor mir. Mick vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Wieso Runde bremst der Wagen wieder nicht? Was ist denn das schon wieder? Ich guck dir mal nach der Aufnahmesession, was da los ist, aber der hat jetzt wieder nicht verzögert. Sogar an der gleichen Stelle. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Wir müssen noch an dem Überrundenden vorbei. Mick ist da schon vorbei. Das ist nicht gut. Ja, so 4,5 Sekunden wieder Abstand zu ihm. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir fahren gleich noch 3. Ach, das ärgert mich. Wehe, du fährst, wehe, du parkst in 130R oder in der Schikane. Geh doch weg. Jetzt lupf ich hier. Was macht er denn? Er fährt Schlangenlinie. Damit kann man gut knicken. Der fährt sogar nochmal die schnellste Rennrunde und nimmt den Extrapunkt weg. Was ist mit dem kaputt? Muss ich wenigstens noch den Extrapunkt wegnehmen, irgendwie. Nochmal! Jetzt reicht's aber. Die Runde gebe ich jetzt mal voll fett. Erstmal wieder vor uns, aber wer weiß, ich habe jetzt nicht geguckt, wie schnell er war. Ich muss Gas geben, ich gebe die ganze Runde jetzt fett. Ich brauche wenigstens diesen extra Punkt. Der kann es doch nicht mit den weißen Reifen so um die Ohren fahren am Ende. Kann er doch, zeigt er. Nee, die Runde wird nichts mehr mit schnellster Rennrunde. Dann fahre ich jetzt auf Standard. Hoffe, dass der Vordermann uns jetzt nicht groß noch behindert und wir nächste Runde nochmal angreifen können. Ach, Stadt, sie wird uns nicht vorbeilassen. Womöglich in den Esses. Oh Mann. Dein Vordermann liegt 6 Sekunden vor dir. Ja, Jeff. Hm.
Der legt nochmal nach. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ein paar Infos zu Albon. Sie sind aus dem Rennen. Schade für ihn, da war mal Dritter. In den SS natürlich. Klar, hier kann man nicht gut Platz machen. Hier soll er einfach so schnell fahren, wie es geht. Ach, super. Schnellste Rennrunde geht auch ein Mix. Freut mich. Also kann ich ihm nur jetzt schon Glückwunsch wünschen. So eine Leistung kommt nicht von ungefähr. Hat er klasse gemacht. Ja, er ist gelb und weiß gefahren, wie eigentlich schwachsinnig, aber solange er auf der 1 ins Ziel kommt, hat er nichts verkehrt gemacht. Muss ich anerkennen. Ich muss mal nach dieser Aufnahmesession dann gucken, was mit dem Bremspedal ist, diese zwei Verbremser da. Da wurde nicht verzögert. Grüne Flagge. Das ist großer Mist, ey. Mick gewinnt und die schnellste Rennrunde. Jetzt haben wir gleich über einen Siegerrückstand. Ja, so ist das. Bleibt trotzdem dran. Vielleicht schaltet er nochmal aus im Laufe der Saison. Kann sein, ich muss dranbleiben. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Klasse Leistung, Mick. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische... Oh, Konstrukteursweltmeister. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Mick Schumacher, der seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbaut. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich würde sagen Mick Schumacher. Nichts gegen die Wahl der Fans, das so wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wobei die Leistung so von den reinen Zahlen her von Vettel auch toll ist. Von 11 auf 7 oder Albon auf der 3 war er, wenn die Technik nicht mitgespielt hätte. Aber ja, Mick hat das hervorragend gemacht, muss man einfach sagen. Dann kommen wir, dann kommt der andere, dann kommt Verstappen. Dann erst Hamilton von 3 auf 5. Ricardo von 7 auf 6, dann eben der Sepp. Norris auf 8, Ocon von 12 auf 9, auch nicht schlecht. Sainz nimmt den letzten Zähler mit und die beiden Rosinen folgen auf den ersten Plätzen ohne Punkte. Leclerc auf der 13 von 5 auf 13 mit 2 Stops. Nasenschaden? Warum 2 Stops? Weil... Gelb und zweimal rot. Quert auf der 14. Russell, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi, De Vries, Albon von 6 auf 3 gefahren. Dann kam die Technik dazu. Die war schon die ganze Zeit dabei, aber dann hat sie so richtig dazwischen gefunkt. Und Gasly ausgeschieden. Bis der Mick am Ende nochmal gehen konnte. Und Chef hat irgendeinen Scheiß erzählt. Ich muss nochmal oben links dann gucken. Ich nutze ganz gerne die Möglichkeit, bei Jeff einfach nachzufragen, Fahrer vor mir. Auf einer Geraden kann man auch mal ganz schnell nach oben links gucken, aber
Ich finde es allein schon wegen der Immersion besser nachzufragen. Jeff, wie sieht's aus? Vor mir, immer an der gleichen Stelle, jede Runde. Kommen wir näher ran. Ja, nein. Das hat was, aber das hat überhaupt nicht gepasst. 3-8 und der Mick war fast an der gleichen Stelle an der Haarnadelkurve. Sowas ist halt immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Du merkst ja, wann hast du ein Auto verschwinden sehen, an welcher Stelle, und vergleichst das einfach mit der nächsten Runde. Gar keine roten Reifen da und bei Mick ebenso. Verstappen, aggressive Strategie gegenüber der Konkurrenz und ist damit von 8 auf 4 gefahren. Luschi-Strategie mit Rot und Weiß. Das ist jetzt schon wieder etwas härter. Von 14 auf 11, aber leider keine Punkte. Und Leclerc wirklich zweimal Rot und Gelb. Aber mal gucken, ob er nicht doch einen Nasenschaden hatte. Da fährt Mick schon die langsameren Reifen in beiden Stints und ich komme trotzdem nicht zur Rande. Oh Mann. Peter am Ende nochmal abgegangen ist. Die Reifen hatten bei ihm vielleicht plus 5% Abnutzung, so hat sich das angefühlt mit den Bestzeiten am Ende. Boxenstops. Leclerc war der Erste, aber ohne Nasenwechsel. In Runde 9 war er der Einzige. Mick 2.8, wir 2.8, wir etwas schneller. Kein Nasenwechsel bei niemandem. Jetzt haben wir glatt 30 Zähler Rückstand. Es gibt noch 104 Punkte zu vergeben. Wenn Mick einmal ausscheidet, haben wir immer noch 5 respektive 4 Punkte sollten wir dann Rückstand haben mit der schnellsten Rennrunde. Das wird echt schwierig. Und jetzt kommen Strecken. Austin mag ich, ja. Tue ich mich aber grundsätzlich schwer. Dann kommt Mexiko, mag ich nicht so und komme ich auch nicht so gut zurecht. Und dann kommt Brasilien, mag ich sehr, komme ich gut zurecht. Abu Dhabi, mag ich nicht, komme ich nicht gut zurecht. Sieht nicht gut aus für uns, nicht gut. Hamilton ist aus dem Titelrennen raus. Mit diesem Ergebnis ist er raus. Keine Verschiebung, zumindest gibt es keinen Pfeil, aber das muss ja nichts heißen. Wobei die Abstände sehen in Ordnung aus. Sainz vor Norris. Zwei Zähler. Norris holt. Aha, 3 Zähler mehr. Okay. Sainz 1 Punkt, Norris 4 Punkte. Sainz 38 vorher. Achso, so rum. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Norris war nicht vor Sainz. Wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, ja dann. Aber so richtig. Richtig, Spiel. Ganz schön eng bei den Rosinen. 22, 21 Punkte. Wir also uneinholbar. 223 Punkte. Ja, es gibt 25 plus 44 Zähler mit schnellster Rennrunde maximal. Und das mal 4. 160, ja, passt. Mindestens 160 Punkte, wir haben deutlich mehr. 4x40, ne? Und dann noch 4x4 obendrauf. Haben wir eingetütet. Jetzt geht's nur noch um den Fahrertitel. Letzte Saison wir, diese Saison womöglich Mick, aber ich würde mich freuen für ihn. Ich will aber dazwischen funken. Alles andere wäre auch komisch. Ferrari deutlich vor McLaren. 4 Punkte Abstand zwischen den gelben und den roten. Die Startwiederholung aus der Sicht von Hamilton. Mick qualmt, wie wir, womöglich qualmen, sehen wir hier gerade gar nicht. Ich habe in der Anfangsphase, also direkt auf den ersten Metern zugesehen, dass ich dem Hamilton etwas wenig Platz gebe, etwas nach links einenge. Und Mick hat uns dann auch den Windschatten gegeben. Und hier habe ich so ein klein wenig diesen KI-Reihenstecher gemacht. Wir waren etwas mehr als eine Fahrzeuglänge hinten, aber ich finde, das hier war noch vertretbar. Wir haben uns ganz leicht berührt. Die Lücke war Ewigkeiten offen. Nein, ich rede mir das gerade nicht schön. Und ja, ich sehe gerade, wir haben wirklich nicht großartig geraucht. Also ich finde die Aktion meinerseits, die war hier in der Situation vertretbar. Er fährt den Bogen außen, die Kurve außen an. Wir sind ja meistens schon mitten beim Anlenken und müssen die Lenkung aufmachen, um eine Kollision zu verhindern. Hier gab es ja eine klitzekleine Berührung.
Und hier hatten wir den MiG noch in Reichweite. Er auf Gelb, wie auf Rot. Hier ist immer noch bei uns. Und dann habe ich es ja oben bei der zweiten Degner verrissen und dann war er erstmal weg. Und dann haben wir ihn nie wieder gesehen, obwohl wir dann auf Gelb unterwegs waren und er auf Weiß. Ich habe das hier ungeschnitten reingenommen von den automatisch generierten Highlights. Viel gab es da nicht zu sehen, aber es gibt diesen schönen Jaguar zu sehen und ich kann es nur wiederholen. Ich mag ihn sehr und ich gucke mir diese Bilder hier immer sehr gerne an, um einfach dieses schöne Auto anzugucken. So einfach ist das. Und man kann sich auch mal über die einfachen Dinge freuen. Wenn schon nicht über den Rennsieg, den sich wieder mal der Teamkollege geschnappt hat. 4 Rennen haben wir noch. Ich habe es ja schon mal angerissen. Die Strecke in Austin mag ich. Ist aber problematisch, oder schwierig, sage ich mal so. Sehr anspruchsvoll und ich kann sie nicht so gut wie Suzuka. Dann haben wir das Rennen in Mexiko. Strecke mag ich nicht. Und tue ich mich auch relativ schwer. Brasilien mag ich sehr, komme ich gut zurecht. Abu Dhabi mag ich nicht so sehr, komme ich jetzt nicht so schlecht zurecht, besser als in Mexiko, aber auch kein Paraderennen meinerseits, das wird echt noch eine harte Nummer. Mal gucken, ob Mick durchkommt, ob er nochmal Teile wechselt oder ob er mal ausscheidet wegen zu alter Teile. Das wird sich alles zeigen, das macht es ja auch so spannend und ich darf mir halt jetzt keine Fehltritte mehr erlauben. Jedes Rennen muss gewonnen werden. Alles andere als ein Platz und den ersten zwei geht überhaupt gar nicht. Aber am Ende wird sich trotzdem zeigen, was reicht und was nicht. Vielleicht schüttet Mick ja noch zweimal aus oder einmal Qualifying Kacke und einmal ausscheiden in einem anderen Rennen. Dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, aber wer sollte uns im Normalfall auch ärgern, wenn ich keinen Fehler baue? Jaguar, Platz 1 und Platz 2, die Reihenfolge, die ist entscheidend und es sieht gerade nicht gut aus, aber ich gebe mein Bestes und mal gucken, ob das reicht. Claire, der Mick hat schon wieder gewonnen. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Würden Sie sagen, dass die Meisterschaft bereits gewonnen ist? Nein. Was war das jetzt? Da war sowas wie Schatten. Ich hatte sie schon gewonnen. Als ich in der Formel 1 anfing. Hä, was sagen wir da? Ich hatte sie schon gewonnen, als ich in der Formel 1 anfing. Das ist nicht überheblich, das ist einfach nur dumm. Entschuldigung. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch aufholen kann. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Ihr Team hat heute die beiden vordersten Plätze belegt. Kann man sagen, dass Sie als Fahrergespann einfach ein Gewinnerteam sind? Auf jeden Fall. Ja, wir sind vom gleichen Schlag. Batz. Pizza. Ihr Teamkollege hat sich den ersten Platz geholt. Macht Sie das froh oder eher neidisch? Natürlich weiterhin beides, Claire. Ich gönne ihm doch den Erfolg, denn er hat ihn sich einfach hart erarbeitet und das ist ja das, worauf es ankommt. Ihm wurde nichts geschenkt, er ist einfach besser und das ist gut so und das macht er spitze. Sieg für das Team, heute war nicht mein Tag, beim nächsten Mal werde ich wieder vorne liegen. Da, freundschaftliche Rivalität. Wie fühlt es sich an, seinen Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen? Toll. Gut, er ist ein zuverlässiger Helfer und er hält mir immer die Nase frei, müsste es heißen. Stolz, schön, jemanden mit so einem Talent im Team zu haben. Danke für den Kommentar. Jetzt werden wir von unseren 8000 Ressourcenpunkten Abschied nehmen müssen, weil wir jetzt welche dazu bekommen. Die schöne, glatte Zahl weg. Eieiei, mal gucken, ob Karl jetzt mit einer Reglementänderung daherkommt, mit einer konkreten. Ich denke mal schon. Nach Japan. Ist doch ein guter Zeitpunkt. 21. 62% Zuwachs. Ja. Nicht das Maximum. Warum zählt das nicht für den MiG? Muss doch. Natürlich kann man es mit uns machen. Wir wieder vollgeblecht.
Und Mick nicht. Team Hauptquartier. Glatte Zahl dazu. Nachrichten und Aktivitäten. Nein, Einladungsevents. So ein Kack. Keine Podiumsparty. Ich brauche jetzt was mit 3 Tagen. Geld. Wer braucht schon Geld? Antrieb und Ressourcenpunkte brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich mach das. Die freuen sich, wenn sie jetzt endlich mal durchgängig berücksichtigt werden, die Strapazierfähigkeitsleute. Haben schon so eine schicke Abteilung bekommen im Laufe der Saison. Und hier noch ein 3-Tage-Event. Mist, was essen? 2, dann ist noch ein Tag übrig. Mist, können wir nicht 3 Tage lang essen gehen? Dann lieber das. Hoher Kontostand, ja, ja. Wir bunkern, wir sind Hamster, wir machen das gerne. 12 Millionen. Ich überlege immer noch, ob ich den Wagen mal komplett ausbaue. Ich meine, Mercedes kommt eh nicht mehr ran. Klar, die könnten jetzt noch rankommen, indem sie jetzt richtig auf die Tube drücken in Sachen Entwicklung, aber... Wäre aber auch gar nicht so verkehrt. Ich muss klar Mick jetzt in jedem Rennen schlagen. Und wenn er doch mal, weil Mercedes so stark ist, dann hinter einen Mercedes zurückfällt, wäre das schon nicht verkehrt. Wenn es aber blöd läuft, werden wir nochmal Zweiter. Wird Mick nochmal Erster und wir bloß Dritter. Dann müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass er nochmal ausscheidet. Wenn wir uns Chancen auf dem Titel ausrechnen möchten. Ich belasse es mal so. Spannender Rennen, Mercedes muss rankommen. Dann werden wir keinen komplett ausgebauten Jaguar erleben. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber die Strapazierfähigkeit, die machen wir noch besser. Das freut auch den Mick, da kommt er mit seinen Teilen besser aus. Wäre zwischen Mexiko und Brasilien fertig, was Ultimatives. Wenn ich jetzt die anderen ultimativen Sachen noch anschieben und fertig sehen möchte. Am Ende... der Saison in Abu Dhabi, damit wir die einsetzen können, müsste ich jetzt anfangen, falls die nochmal schief gehen, damit wir noch Puffer haben. Aber ich lasse es dabei, jetzt können wir auch den Spaß hier machen. Dann ist die Strapazierfähigkeit die erste Abteilung, die komplett ausgebaut ist. Und das war die Abteilung, die lange Zeit... sehr vernachlässigt wurde und über die ich mich ja schon ab und zu etwas lustig gemacht habe. Die kriegen nichts. Und jetzt das. Wir gucken nochmal kurz ins Detail. Platz 3 nicht mehr, jetzt schon Platz 2 für uns. Okay. Platz 1 Mercedes, Red Bull und diese Reihenfolge wird überall bleiben. Ja. Teiletausch. Jetzt auch den Turbolader tauschen. Fünf von 6 Hauptgetriebe. Verträge. Überall plus 15 bei Mick. Das war schon mal besser. Foto machen. Schön scharf. Immer noch 96 REN bei Verstappen. Und einfach mal alle angeguckt haben, falls ich Werte vergleichen möchte. Drei Rennen in Folge gewonnen. Dann wir mal und dann hat er wieder zuvor 3 Rennen gewonnen. Er hat voll den Lauf. In den letzten 7 Rennen nur einmal nicht das maximale Ergebnis rausgeholt. Q1
gut dreimal noch die schnellste Rennrunde liegen gelassen, aber da geht nicht viel mehr. Starke Sache. Nun gut. Dann kommt gleich Karl um die Ecke. Das Einladungsevent mache ich nicht. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wobei der Wagen jetzt nicht so verkehrt ist, aber nee. Der F2004 war die Ausnahme. Keine Lust auf den Quatsch. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Ohne Probleme, na sowas. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wieder einen Punkt gewonnen von 85 auf 86, 39 plus 15, 39 plus 15, 65 plus 15, plus 4 jetzt dazu gewonnen, 62 plus 15 geblieben, 84 plus 15 geblieben. Tempowert so gesehen weiterhin 99 bei ihm. So, Karl, dein Einsatz. Reifenauswahl, ausgewogen, kontrolliert. In Ordnung, alle mal herhören. In der nächsten Saison werden sich die technischen Beschränkungen ändern. Wenn wir nicht aufpassen, könnte ein Großteil unserer harten Arbeit umsonst gewesen sein. Also lasst uns überlegen, wie wir damit umgehen. Piloten, schaut euch an, was wir haben und entscheidet, wie viel ihr in den Schutz investieren wollt. Also gut, Leute, dann an die Arbeit. Wie leise der immer ist, genauso wie der Will Buxton. Eine Reglementänderung oder vielleicht doch drei oder sogar vier. KI-Fahrerstufe 78 ist angedacht. Ausgewogen, jetzt bin ich mal gespannt. Ich tippe auf drei Abteilungen. Vier wäre aber echt cool. Aber auch schade, weil wir es nicht erleben würden. Würden wir trotzdem abrutschen? Wir haben gerade über 3000 Ressourcenpunkte. Ach, das ist eine spannende Frage, aber... Wetter kurz, Starkregen im Rennen. Oh. Na, das kann was werden, ich freue mich schon. Mercedes macht wieder nichts. Ferrari hat sich verbessert. Williams vor Haas vor Alpha Sauber. Und zwei Abteilungen sind Strapazierfähigkeit und Antrieb. Naja. Mercedes via Ferrari. Nur Ferrari hat sich ja verbessert, deswegen wird sich hier nichts getan haben. Ha, denkste, beim Chassis ist Ferrari an Red Bull vorbei. Nun fein, so gut. Und überhaupt. Mal gucken, ob es ein gemischtes Rennen wird. Mit Regen und dann später Trockenheit. Auf jeden Fall freue ich mich. Mir gefällt Austin. Die Rennstrecke da. Und Regen ist sowieso immer spaßig. Und mal gucken, ob ich damit die Kurve bekomme. Und sich das Blatt hier noch wendet. Das wäre schön. Aber das werden wir auch einfach mal sehen. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.